Hallo Leute, willkommen zu einer neuen, entspannten Abendrunde Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Immer noch übrigens in einer Aufnahmesession, will ich anmerken. Ich glaube, die 14-tägige Testversion, die werden wir nicht ausreizen können. Ja, ich rieche es noch nicht. Ihr seid nicht mehr auf meiner Agenda. Ich habe zwar ein paar Euro-Brüder getötet, aber nur drei Stück. Okay, das war schon wahrscheinlich mehr, aber es war nötig, tut mir leid. Ich muss das oben hier noch versetzen. Warum das da oben derweil ist, wenn ich Thumbnails mache, mache ich das ein bisschen weg, damit ich da ein bisschen Platz habe, weil das ist immer blöd raus zu editieren. Dann habe ich ein bisschen Platz unten hier so für Thumbnails und so. Ja, das gehört auch gemacht. Ist das schlimm, wenn ich drunter springe? Ich hoffe mal nicht. Nein, das ist nicht schlimm. Okay. So, Brezel-Runde geht weiter. Zuerst zu dem, der sieht größer aus. Das heißt, auf Deutsch, der ist näher. Oder? Deute ich das richtig? Ich hoffe mal. Wir kommen stetig näher. Er sollte da vor uns gleich erscheinen. Ich glaube, die ganze Mulle. Da vorne ist der Typ. Ja, noch ganz viele Mulle. Mullück. Hi. Rechts. Links. Rechts, alles klar. Links. Keine Auffälligkeiten. Soldat. Stoppel. Soldat Stoppel. Okay. Meldet Gehorsam. Alles im grünen Bereich. Ich soll jetzt hier, nimm eine Brezel und chill ein bisschen. Oh, Proviant von guten Passant. Ja, so ist das. Papa Schan hat dich geschickt. Und dann auch noch die leckeren Brezeln aus dem Treibsand. Ah, die sind aus dem Treibsand. Wusste ich nicht. Oder habe ich das überleben? Da könnte ich mich reinlegen. Ja, ich habe auch gerade Hunger. Kannst du mir was abgeben, bitte? Bitte, bitte. Okay, ich habe noch eins in der Tasche, aber das kann ich in Wirklichkeit nicht essen, leider. Sag mal, den Krug Bier hast du nicht zufällig noch dabei, oder? Haha. Okay, das klingt ein bisschen gezwungen. Egal. Ja, habe ich mir fast gedacht. Na, macht nichts. Obwohl, das heißt ja Brezel und Bier. Vielleicht haben wir doch Bier dabei, aber ich glaube nicht. Dämmerungsbrezel am Wachen verteilen. 2 von 3. So, da fehlt nur noch der letzte hier. Wo ist denn der? Der ist hinter uns. Da dann. Wir haben uns einmal umsonst gedreht. So. Er und Speed. So. Falsche Aktion. Speed bitte. Ach. Okay, gut. Tastenbelegungen sind so nicht meine Stärke. Tut mir leid. Ich bin kein Tastaturspieler. Ich mach's nur gerne. Das ist nicht besonders gut. Aber egal. Spaß macht, musste ich immer gut sein. So. Und sollte auch gleich der nächste Typ sein. Hier durch bitte. Ja, da ist er schon. Sehr schön. Ah ja. Meine Güte, ist das eine Hitze hier? Ist doch Nacht, was soll denn eine Hitze sein? Da ölt man sich meist den Dampferrahmen vom Silberbazar um die Wette. Na, was willst du machen? Dienst ist Dienst. Das stimmt wohl leider. Hier, damit der Dienst ein bisschen leichter ist, kriegst du Brezel. Guck mal, leckere Dämmerungsbrezel, frisch aus dem, wie hieß es nochmal, Treibsand. Bitte schön. Proviant? Ist nicht wahr. Bei der Palastwache ernähren wir uns fast nur von Brezel und Bier. Gibt nämlich gut Pudding. Das macht keinen Sinn, oder? Bei der Palastwache ernähren wir uns fast nur von Brezel und Bier. Gibt nämlich gut Pudding auf die Arme. Ach so, das ist der Spruch, eine Redewendung, okay. Papa Schan hat wohl gerade mal wieder seine nostalgische Phase, was? Na schön, danke jedenfalls. So, nice. Gehen wir zurück zu Papa Schan. Der Papa Schan ist da drüben. So. Speed bitte. Ich wechsle die Tasten immer. Egal. Aber Schan ist doch eh gleich da vorne. Ja, da ist er doch. Ich sehe ihn schon. Kleiner Typ. So. Hi. Papa Schan. So. Ah, werte Abenteurerin. Wie ist den tapferen Männern dort draußen ergangen? Haben sie von auffälligen Sichtungen berichtet? Aber was fällt mir ein? Dich nach deinem netten Botengang auch noch als Informantin in Anspruch nehmen zu wollen.
Du hast schon genug geleistet. Hier, das soll der Lohn für deine Mühen sein. Du hast es dir redlich verdient. Nice. Denke ich haben will. Schön. Ach, Auftrag abgeschlossen. Es hat gut XP gegeben. Hätte sie schon darum gesehen. Der richtig lang gewachsene Teil. Schön. Der hat doch noch was. Zarina, du kommst wie gerufen. Auf eine verlässliche Abenteurerin wie dich habe ich gerade gewartet. Es geht um eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Ja, kein Problem. Rück raus mit der Sprache. Die Sache drängt. Also will ich keine Zeit verlieren. Sei so nett und hör dir die Sorgen eines alten Mannes an. Ja, gerne, bitte. Erzähl. Danke. Naltal scheint dich mit einem großen Herz gesegnet zu haben. Wer ist das, eine Gottheit oder so? Ich denke mal schon, oder irgendwie ein Heiliger. Also gut, die Sache ist die. Ein gewisses Fräulein Lilra verschaffte mir heute die Ehre ihres Besuches und schien meine Führung durch die Anlagen des Rajierbahnhofs sichtlich zu genießen. Doch als ich hier einen kurzen Moment was? Leute, ich verhaspel mich. Rayon, geh wieder zurück in den Fluss. Als ich für einen kurzen Moment ausreiten musste und zurückkam, war sie auf einmal verschwunden. Hätte ich bloß nicht so viel Tee zum Frühstück getrunken. Fräulein Lilira, ist eine äußerst wichtige Persönlichkeit. Nicht auszudenken, wenn etwas zustimmen würde. Es wäre eine Katastrophe für ganz Ulda. Ich würde mir das nie verzeihen. Also sind wir wieder dran, okay. Einige hilfsbereite Abenteurer habe ich schon entsandt. Doch mein Gewissen lässt mich einfach keine Ruhe. Ein alter Mann wie ich ist für Erkundungsgänge durch die Wüste nicht mehr geeignet. Aber du, Zarina, du siehst in der schließenden Blüte des Lebens. Oh, ja, das sind wir natürlich. Du strotzt vor Vitalität. Willst du mir helfen? Aber klar doch, das ist doch kein Problem. Du kannst auch nur nicken, du kannst auch mal reden. Oh ja, klitschi, klitschi. Alter, der ist echt in den Jungbrunnen gefallen. Ich meine, Schnurrbart und alles, aber faltenfreie Haut und alles, ne? Vielen Dank, das werde ich dir nie vergessen. Drehe jeden Stein dreimal um. Fräulein Lilira muss unter allen Umständen gefunden werden. Beim Baum des Sultans südöstlich von hier ist noch niemand nachgeschaut. Okay, dann gehen wir da natürlich hin. Eile dorthin und schau, ob du ein Lebenszeichen von ihr entdecken kannst. Nice, wir sind schon unterwegs, Auftrag angenommen. Ach Leute, das ist jetzt schon die 10. Folge, die ich in Folge aufnehme. Das ist so nice, das Spiel macht einfach so Spaß. Ich kann nicht aufhören zu spielen, Leute. Ich meine, das Wochenende ist bald vorbei. Ich muss morgen wieder zur Arbeit, Leute. Ich würde sagen, egal, scheiß drauf. Ah, Ulda Rajierbahnhof. So, wir gehen in die richtige Richtung. Langsam kann ich auch die Karte lesen. Was sehr vorteilhaft ist in diesem Spiel, weil das dann schon ein sehr großes Gebiet ist, wo es man hier erkunden kann. Wir sind ja auch hier nur eigentlich im Startgebiet. Das ist ja noch gar nichts, was wir hier haben. Das ist ja alles nur Startgebiet hier. Wir haben nicht mal die ersten 10 Level hier. Wir haben noch nicht mal einen mit Level 10, obwohl doch die Schildkröte war Level 17. Ich meine wirklich. Ja, genau du. Du, Level. Ich hatte schon einen mit Level 17 gesehen, dachte ich mir. Egal. Aber es kommen ja auch noch Gebiete, wo wirklich alle Tiere Level 17 sind. Die alle hier Level 4 sind, die sind alle Level 17. Natürlich nicht genau die Tiere hier, aber das Durchschnittslevel ist Level 17. So, hier sind wir. Baum des Sultans. Hier. Hier sollen wir uns also umsehen. Ach. Da wäre ich fast runtergefallen. Hi. Wie geht's dir? Sasaga? Nun beginnt ein Instanzkampf. Solche Kämpfe treten nur bei besonderen Aufträgen auf. Ein Instanzkampf? Heißt das schwer und wir werden sterben? Ich weiß es noch nicht. Lies dir dein Tutorial gut durch und stell dich dann der Herausforderung. Der Kampf vom
unter dem Baum Sultans beginnen. Für diesen Inhalt sind nur Charaktere bis Stufe 8 zugelassen. Ja, dann wird's knapp, dann sollen wir das jetzt machen. Falls deine Höhe ist, wirst du automatisch Stufe 8 heruntergesetzt. Besondere Gefechtszone. Okay. Du bist im... Okay. Machen wir. Leute, ich glaube, wir sind... Sind wir dafür bereit? Sind wir für den ersten wirklichen Gefechtsmodus bereit? Ich würde sagen, ja. Komm hier. Alter, Instanzkampf. Das kenne ich noch gar nicht. Neu. Geilo. Ein neuer Hype. Nach locker 6 Stunden Aufnahme. Sasagan. Es betrübt mich so sehr, euch Kummer zu bereiten. Was? Durch meinen Fehler ist der wertvollste aller Schätze verloren. Nee. Nee. Sprache? Was? Nach 6 Stunden Aufnahme ein mega Hype. Oh, das ist Emotionen pur, Leute. Ihr wisst nicht gerade, wie mich fühlen. Richtet ihr euch heran? Habe ich nicht. Ach, der. Ah, Lilira. Da seid ihr ja. Wer bist denn du? Bist du lieb oder böse? Eure Spaziergänge sind äußerst leichtsinnig, euer Gnaden. Das soll nicht eure Sorge sein. Lasst mich alleine. Tut so, als hättet ihr mich nicht gesehen. Euer Gnaden, ihr wisst, dass ich das nicht kann. Hier ist es nicht sicher. Für niemanden. Ihr spürt doch, dass der Äther aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Begleitet mich zurück. Alle sorgen sich bereits um euch. Heftig. Ah, und dich hat wohl Papaschan hier geschickt. Yep. Du siehst, es ist kein leichtes, Frauen von ihrem eigenen Besten zu überzeugen. Nun ja. Na, die Entlaufene ist jedenfalls gefunden. Kehren wir zu Papaschan zurück. Jetzt kommt der Kampf. Oh, was das für ein Teil? Oh fuck. Wenn ihr nur nicht so viele Verehrer hättet, Gnädigste. Oh nein, oh nein, oh nein. Leute, ich bin bereit, bringen wir es hinter uns. In sicherer Deckung, euer Gnaden. Ach, wenigstens haben wir einen Partner an der Seite. Nice. Alter Schwede. Ach schon, steh nicht rum. Zeig, was du drauf hast. Ich hoffe, ich hab was drauf. Hoffe ich wirklich. Nice. Ho! Fight! Spielinhalt beginnt. Alles klar, drauf! Auf in den Kampf! Alter, wir machen ja fast... Wir machen ja nicht wirklich Schaden, kann das sein? Was? Okay. Der Held ist hoffentlich vom Fell. Verfehlt? Wieso was verfehlt? Ich hoffe, du verfehlst das alles. Ich will nicht, dass ich das alles verfehle. Wir treffen, glaube ich, würde ich sagen, oder? Ja, wir treffen auf jeden Fall. Aber der hat ja richtig viel Leben. Aber wenn unser Freund dort vorne nicht drauf geht und uns die ganzen Schläge vom Hals haltet, konnten wir das eigentlich schaffen. Sollte eigentlich nicht das größte Problem sein. Er würde mit Feuer ein paar Mal draufhalten. Ich habe nicht genügend MP. Oh Mensch! Eis! Leute! Ups! Ah, noch mehr von den Bestien. Was? Nein, bitte nicht! Fuck. Überlass den großen mir. Kümmere dich um... Okay. Kümmere ich mich um den. Alles klar. Leute, ich muss ein bisschen aus der Distanz gehen. Tschüss. So, um den. Jetzt gehen wir uns um dich. Alter! Wie viele Leute sind hier? Die nehme ich auseinander. Nice! Oder, wir müssen hier weg. Vitalität, sehr schön. So, dann kriegt ihr jetzt noch einmal drauf. Hier. Eis, das sollte eigentlich reichen, rein theoretisch. So, der ist down, sehr schön. Dann kriegt ihr jetzt hier drauf. Der macht natürlich nicht so viel Schaden, das ist sehr gut. Und zweites Mal mit dem Feuerdraht, da können wir wieder auf die Großen gehen.
Nice. Hier ist noch ein kleiner. Hier ist noch... Alter! Scheiße, wir haben echt ein Problem. Wir haben echt ein verdammtes Problem. Ein verdammtes Problem, Leute. Feuer. Weg hier. Oh, fuck. Alter, Spannung des Todes. Und drauf. Was haben die Meister nochmal gesagt? Immer ausweichen und so. Ich glaube, das ist wichtig. Ja. Vitalität, das ist sehr gut. Drauf. Feuer bitte. Batz, gleich noch einmal drauf. Noch haben wir Leben. Und weiter drauf. Wenn ich noch Half-Life habe, kann ich noch draufhalten. Ich muss weggehen. Ey, unser Typ ist da. Hast du ihn besiegt, Junge? Sehr schön. Spielinhalt beendet. Sehr schön. Nice. Leute, das ist so heftig. Alter, Hype des Tages. Des Jahres? Ne, bleiben wir bei Tag im Moment. Nice. Haha. Heftige Scheiße. Hype. Was los, Bro? Das ist schon mega Hype, dass wir eine Textsequenz gehabt, also nicht eine Text, eine Sprachsequenz gehabt haben. Das ist schon heftig. Zari, kannst du dich auch was sagen, damit du glücklichste Spieler der Welt? Was ist das? Ist das was Cooles? Was? Alter, was ist das? Hype! Ich hab ein Thumbnail. Nice! Hör hin. Fühl es. Denk nach. Wo sind wir? Was ist das denn? Ich nehme den Mauszeiger aus dem Bild. Ich fühle die Emotionen. Ja, da hast du recht, lieber Geist oder was auch immer du bist. Wo sind wir hier oder wo waren wir hier? Wir sind noch hier. Trägerin des Kristalls. Höre Heidelins Ruf. Ich höre. Die Welt ist davor, ins Chaos zu sinken. Finsternis breitet sich aus. Sie droht zu ersticken, was hell ist und gut. Sie löscht aus, was lebt. Doch dein Licht strahlt hell. Du kannst die Vernichtung verhindern. Die Lichtkristalle bergen die Kraft, das Dunkel zu bannen. Du musst sie finden. Okay. Alles klar. Alter, der mächtigste Hype. Boah, ein fetter Kristall. Heftig. Ja, guckst du, Zari. Durch deine Taten offenbaren sie sich schon bald. Glaub daran, denn das Licht ruht in dir. What? Heftig. Geh nun, mein
Auf jeden Fall. Danke, liebes Spiel. Heftig. Alter, ich bin so froh, dass ich bis jetzt noch nicht abgebrochen habe. Leute, das Spiel wird durchgespielt. Wir machen Let's Play. Ah, wieder zurück? Yep. Es ist noch nicht sicher, dass ich ein Let's Play mache, aber es ist gerade sehr wahrscheinlich. Hype! Ja! Hi, Bro. Was war das nur für eine Kreatur? Keine Ahnung, sah ein bisschen aus wie ein Gargoyle. Infernalische, Gesandte der Leere, Kreaturen aus dem Nichts, sie haben viele Namen. Das also war so ein Wesen aus der ätherlosen Dimension. Wer solche Dämonen befehligt, ist kein einfacher Ganove. Hey du, hast du dich erholt? Dass du nach dem Kampf einfach umkippst, na kein Wunder bei der Ätherkonzentration hier. Sag mal, hast du das öfters oder willst du mich verscheißern? Was für ein Kristall? Hast du es nicht gesehen? Ah, jetzt verstehe ich. Da ist uns ja ein großer Fisch ins Netz gegangen. Was? Entschuldigt mich. Ich muss Bericht erstatten. Jetzt ist es schon ein sympathischer Fremder, okay. Nur mal ein Sari. Auf Lehrer kannst du jetzt aufpassen. Begleite sie zurück. Okay, mach ich. Entschuldigung, aber falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin kein Kind. Ah, du bist kleiner wie ein Kind. Okay, Lilia. Nach Hause finde ich gerade noch alleine. Uiuiui, die Ladies. Was will man da machen? Dann gehen wir wohl auch. Wir sehen uns. Hoffentlich. Auf jeden Fall. Sicher schon bald. Und versuch nicht allzu häufig umzukippen. Da war keine Absicht, da war der Kristall, Alter. Oh. Nice. Ach, der Hype des Tages. Hype, 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 Hype. Leute, ich höre einen Schwarm von Riesenhornissen. Mit Papa Schan sprechen. Das werden wir mal in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, 10 Folgen Aufnahme an einem Tag. Oder in einer Nacht, besser gesagt. Ihr wisst ja, nachts nimmt sich's am besten auf. Also 10 Folgen täglich Aufnahme ist genug. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt aufs Ohr. Ihr genießt die Folge. Und freut euch schon mal auf die morgige. Und schreibt unbedingt einen Kommentar. Ich will wissen, was ihr von solchen Aktionen hier haltet. Das ist so nice, jemand. Sprachsequenzen in diesem Spiel und diese Emotionen, die in diesen Gesichtern zu sehen sind, die sind echt mega hammermäßig gut gemacht, wenn ihr mich fragt. Schreibt dazu gerne einen Kommentar und gebt auf jeden Fall eine Bewertung ab, damit ich weiß, ob es euch gefällt oder ob es euch eben nicht gefällt. Dann verabschiede ich mich. Rayon sagt ciao. Zari sagt natürlich auch ciao. Oder Zari, sagst du ciao? Zari? Zari sagt auch ciao. Rayon sagt auch ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.